Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Ich bin offscreen ein bisschen rumgekommen hier auf hoher See, wie man unschwer erkennen kann. Also falls ihr euch noch an die letzte Folge erinnert. Denn wir hatten hier so einige schwarze Flecken bzw. so Randüberreste, die noch nicht aufgedeckt waren. Die habe ich jetzt nachgeholt bzw. einmal aufgedeckt, damit wir hier wieder sauber sind. Und ja, ich habe unterwegs nichts Neues irgendwie freigeschaltet oder so, sonst hätte ich den Part an anderer Stelle begonnen. Aber man sieht hier, ich bin ja die ganze Zeit links lang geschwommen, wie immer, dass das jetzt hier auf eine neue Bucht zuläuft, wo wir noch nicht gewesen sind. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Folge hier und heute an diesem Punkt zu starten. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen, was wir heute so finden und alles und überhaupt. Ich habe jetzt fast 2 Wochen kein Xenoblade mehr gespielt. Habe beim letzten Mal aber sehr, sehr viel vorher aufgenommen. Dadurch kam diese größere Pause zustande, um die ich aber auch wusste. Deswegen fiel es mir beim letzten Mal auch ein bisschen schwer, ja, irgendwie damit aufzuhören. Und ich bin jetzt irgendwie noch ein bisschen heiser, weil ich vorgestern abends in einem dienstlichen Termin den ein oder anderen Drink zu viel intus hatte. Ich glaube, man merkt davon jetzt nicht mehr allzu viel, aber es war irgendwie ein cooles Event und mit wenig Schlaf am Ende des Tages, aber muss auch manchmal sein. Dafür sitze ich die restlichen Tage und Wochenenden größtenteils in diesem Jahr brav zu Hause und mache nerdigen Kram, indem ich einfach mich vor meine Konsolen pflanze und nichts tue, außer zu zocken. Ja. Dadurch verträgt mein Körper aber auch nicht mehr so gut wie in jungen Jahren, wenn es dann mal ein bisschen promillehaltiger zugeht, sage ich mal. Die jungen Jahre sind vorbei, wo man noch gut feiern konnte und am nächsten Tag irgendwie topfit ready für die nächste Party war oder wo man das eben nicht gemerkt hat. Und bei mir hält das inzwischen irgendwie ja nicht nur einen Tag an, sondern überträgt sich oft auch auf den übernächsten. Und das nervt ein bisschen, aber solange es nur Einzelsituationen bleiben und das keine gewisse Regelmäßigkeit mitbringt, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Und in so einer Situation befinde ich mich jetzt. Ich habe gestern, war ich noch mutiger, da habe ich Cold Steel aufgenommen, da war ich noch verballerter. Und da gab es auch ein bisschen mehr vorzulesen als wahrscheinlich jetzt hier in den Folgen. Deswegen hätte ich taktisch gesehen, ja, von meiner persönlichen Organisation mir vermutlich eher einen Gefallen getan, wenn ich gestern Xenoblade gespielt hätte und heute Cold Steel. Aber es ist, wie es ist. Ich bin transparent. Ich sag euch meistens, wenn Beeinträchtigungen vorliegen, um komische Auswüchse erklärbar zu machen, die sich in sprachlichen Defiziten zeigen. Desorientierung und was man da nicht so alles an Nebenwirkungen hat. Wo laufen die denn hin? Alle mit Ausrufezeichen? Die locken mich bestimmt in eine Falle. Ausrufezeichen hieß ja nur, es gibt irgendeine Besonderheit im Zusammenhang mit den Gegnern, die in alle möglichen Richtungen gehen können. Da hat sich jemand schon mal im Boden vergraben. Hä? Okay, der zweite auch. Ah, aber der hat was da gelassen. Das gute alte Schmuh-Juwel. Das klingt alles irgendwie ultra selten. Ich glaube, das habe ich noch nie eingesammelt. Gibst du mir auch noch was? Hier in der Ecke habe ich das Gefühl, dass das alles irgendwie wertvoll und rar ist. Das wäre cool. Was ist denn nochmal, wenn ich den töte, den Polka-Pipit? Bekomme ich irgendwie mehr, weil der ein Ausrufezeichen hat? Ich gehe dann mal, ja? Du scheinst mir nämlich nichts zu geben. Ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich die Kamera nach vorne drehe, packt er was aus dem Erdreich aus. Aber es scheint ruhig zu bleiben. Na gut. Wo zur Hölle kommt man jetzt hier raus? Oh, da ist eine Lupe. Und ich bin schon wieder komplett fernab vom Schuss. Ich liebe dieses Gebiet einfach. Ach, Geheimpunkt. Ja, wäre ich mal 2 Meterchen weitergelaufen, ne? Da ist der heiß ersehnte Geheimpunkt, der mir zuletzt immer verborgen geblieben ist oder verwehrt geblieben ist. Was ist denn Erbe der 7? Oh, das ist eine Kiste. Martisringe. Das sieht aber sehr wichtig aus. Warte, ich glaube, die muss ich mir mal angucken, auch wenn ich das Menü nicht so gern habe, aber
Martis Ringe wird irgendwo bei den Ausrüstungen sein und dann vermutlich hier. Ich weiß nicht, wie suche ich denn jetzt am besten danach? Warte mal, gab es denn nicht mal irgendwie... Nein, ich will daraus keinen Favoriten machen. Ich konnte mir doch irgendwo... Ach, da oben, warte, hier kann ich... zuletzt erhalten, genau. Erhöht Blockrate um 60%. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, warte mal. Wo sind meine Verteidiger? So, hier, Blockrate. Physische Abwehr. Was haben die denn jetzt an Blockrate? Sie hat 43%, sie hat 48%. Dann lasse ich doch sie einen Sprung nach vorne machen. Die Frage ist nur... Ich glaube, den Jade-Verstärker nehme ich dafür weg. Den kann sie dann theoretisch bekommen mit einem Prozentpünktchen mehr. Weil ich will, dass sie stramm bleibt quasi. Also es klingt schon wieder, als würde ich sie abfüllen wollen. Aber ich will, dass sie, wenn sie angegriffen wird, das irgendwie abfedern kann. Und deswegen sind diese Martis-Ringe vermutlich nicht das Allerschlechteste. So, dann kann sie nämlich das bekommen. Und für sie habe ich ja dann einen besseren Jade-Verstärker, einen minimal besseren. Aber wir nehmen jedes Prozentpünktchen mit. Ja, ich glaube, so kann man das stehen lassen. Sie hat jetzt eine Blockrate von 64%, das ist ja großartig. Ich könnte wahrscheinlich mit ein bisschen Nachjustierung auch irgendjemanden hier auf 100% bringen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Da hinten ist auf jeden Fall das nächste Fragment. Und noch ist es keine Sackgasse. Da führt noch ein... Achso, das ist aber nur der Weg zum Fragment. Also am Ende des Tages wahrscheinlich doch Sackgasse. Hier in der Ecke hätte ich aber ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr Bonus-EP gerechnet. Das waren jetzt knapp über 2000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber mega schön, trotz alledem. Endlich wieder ein Geheimpunkt. Wie cool ist das bitte? So, wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ein schniepeliger Endweg und eine Ecke, die man, ja, eigentlich relativ einfach übersehen kann. Ich kann mich jetzt aber auch nicht wirklich zurückporten, ne? Ich laufe mal die ganze Route nochmal zurück. Hey, mein Freund hat sich gerade eingegraben. Aber leider nichts rausgeschmissen, schade. Das wäre vielleicht ein guter Grund, diesen Ort hier nochmal aufzusuchen. Ich weiß nicht, ob man die ganzen Items ja auch noch anderweitig kriegt. Ob es hier irgendwo auch ein Verronnis noch geben wird? Bestimmt, oder? Ich rechne mal ganz fest damit, dass wir hier irgendwo noch einen ausfindig machen und da wird dann wieder eine Mini-Fabrik sein und über die Mini-Fabrik wirst du dann vielleicht den gleichen Itempool bedienen können wie diese Geschner hier gerade. Aber es war auf so vielen Ebenen gerade lohnenswert. Neuer Geheimpunkt, a.k.a. mehr Bonus-EP, dann diese coolen Ringe, die ich gerne duplizieren würde, weil könnte eigentlich jeder Verteidiger von profitieren. Und ein Fragment. Und ich hoffe, dass vielleicht die Ecke um das Eredmeer herum mir irgendwann mal ermöglicht, etwas Sinnvolles mit den Fragmenten anzustellen. Denn ich sammle sie, ich horte sie. Die stellen sich das wahrscheinlich immer, wenn sie ein neues Lager aufmachen, hübsch in ein provisorisch aufgebautes Regal. Aber einen wirklichen Mehrwert bietet das nicht. Außer, dass es vielleicht hübsch aussieht, wenn man das irgendwie hinstellt. So, da ist ein 64er Gegner. Wo ist denn der da? Ist da überhaupt eine begehbare Fläche? Warte mal, das sieht irgendwie... Ah ja, okay, der ist hier im Wasser. Der chillt auf jeden Fall sein Leben, genauso wie viele andere auch. Die sind so schön. Ich habe schon mal erwähnt, dass das hier mein neuer Lieblingsort ist, ne? Auch wenn ich Großteile davon noch nicht kenne, wie ich beim letzten Mal festgestellt habe. Denn das ist ja alles so, so riesig und ich habe trotzdem so Bock. Es gibt nichts Entspannenderes, als in einem Xenoblade-Spiel durch so ein Gebiet zu schwimmen und Ränder aufzudecken. Ist wirklich so. So, und jetzt wäre eigentlich, glaube ich, ein guter Moment, um... hier nochmal mit dem Schiff durchzubrausen. Warte mal, wie war denn das nochmal? Da, wo ich mich hinporte, da kommt auch mein Schiff mit. Ich werde das hier in der Mitte werde ich schaffen, aber dieser Bereich hier oben, der wird schon wieder tricky werden. Ich sehe es kommen. Aber egal, ich bin auf alles vorbereitet. Glaube ich zumindest. Da ist es. Oh, ich habe eine Muschel aufgesammelt. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ja, aber ich habe keinen Bock, nach hinten zu laufen.
Meine Faulheit regelt mal wieder. Oder verwehrt mir gute Möglichkeiten, gutes Zeug einzusammeln. So, warte, ich brauche jetzt erstmal wieder meinen Marker, meinen obligatorischen. Ich werde den mal hier hinsetzen. Wobei, nee, eigentlich muss ich erstmal, Moment, eigentlich will ich mich hier erstmal positionieren mit dem Schiff. Und dann kommt der Rest ganz automatisch, hoffentlich. Ich hoffe, dass die Range auch ausreichen wird, um da einmal nur durchzubrausen und dann nicht im Nachgang wieder irgendwelche Ränder mitzunehmen. Ey, wo zur Hölle schipper ich schon wieder hin? Ey, dieses Schiff ist auch so schnell, ne? Ich ziehe jetzt mal durch. Planabweichung, spontan. Weil man kann ja mit dem Ding keine ordentlichen Kurven fahren. Und wenn ich hier schon auf halber Strecke bin, dann nehme ich das wieder, um mir vielleicht die nächsten Orientierungspunkte hier festzumachen. Vielleicht gibt es hier unterwegs auch wieder neue Orte zum Freischalten. Jede Bucht ist auf jeden Fall willkommen. Und da findet man schöne Sachen. Das war in der letzten Folge so und heute auch schon einmal so. Nadelriffstrand, Splitterkoralle noch mitgenommen. So, warte, wie kam ich jetzt hier nochmal raus? Aussteigen, A halten. So. Das sollte gerade noch so möglich sein. Und gucke mal. Nächstes Fragment. Und ein Gegner, der im Rahmen des Machbaren liegt. Das ist doch eine wundervolle Kombi. Schlösschen Morley. Das klingt voll süß. Bist du auch so süß, wie du klingst? Da hinten ist, glaube ich, eine Hülle gewesen. Schon lange keine Hülle mehr hier gehabt gefühlt. Aber ich kann auch falsch liegen mit der Aussage. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge oder in der vorletzten irgendwas an Höhlen hier gefunden habe. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Beziehungsweise assoziiere ich das hier nicht mit dem Ort. So, Morley. Was kannst du nicht? Den ersten Blick würde ich sagen, ich habe dich im Griff und kann hier zur Schere greifen, oder? Ich traue mich mal vorsichtig. Ich war jetzt mal faul und habe keine Angriffskette genommen. Also, das hängt jetzt nicht unbedingt mit Faulheit zusammen, sondern eher mit dem Umstand, dass ich sonst hier wieder einen noch längeren Cut hätte machen müssen. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Experience verzichtet, aber ich schneide hier immer so viel raus in diesen Parts, wo ich so lange weitflächige Gebiete erkunde, dass ich mir jetzt dachte, nö, die 5 Minuten, die nutzt du dann mal eher, um dich hier an der Küste vielleicht noch ein bisschen umzugucken. Da hinten will ich auf jeden Fall die Hülle einmal mitnehmen. Was würde wahrscheinlich so viel Mehrwert auch bringen, jetzt hier die ganzen Gegner einmal zu killen, ne? Erfahrungspunkte einerseits, aber auch die ganzen Items, die man da mitnimmt. Aber jetzt gerade erstmal nicht. Vielleicht irgendwann. Und vielleicht kommen ja hier noch Missionen. Da hat sich gerade jemand aus dem Sand hochgegraben. Ah, guck mal. Oh, der schmeißt sogar Items für uns raus. Danke. Gerade noch drüber gesprochen. Und ein Schubab gibt es ja auch. Das klingt alles irgendwie so schön. Ich liebe solche Gebiete. Also das, was ich hier die ganze Zeit einsammle, das klingt alles schön. Wo ist denn der Schubab jetzt gelandet? Ich sehe hier keinen. Ich zoome maximal weit raus und ich sehe hier keinen. Was soll mir das sagen? Bin ich auf der falschen Ebene? Was war denn? Achso, das war das Seilsymbol. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier für ein komisches Lolli-Symbol? Oh, guck mal, wie hässlich das hier aussieht. Das kann so nicht stehen bleiben. Eigentlich wollte ich dahin und ich bin innerhalb von 2 Sekunden irgendwie hier hingekommen. Was ja eigentlich gut ist. Also, dass das Schiff so schnell ist, so muss das auch sein bei der Größe des Gebiets. Aber es ist trotzdem irgendwie irrittierend. So. Die Erde hat gerade nochmal gebebt, deswegen dachte ich, ich kann jetzt vielleicht jetzt den Schubab irgendwo sehen, aber der ist hier nicht. So, ich laufe jetzt nochmal kurz die andere Richtung ab, wobei da habe ich das Ende der Küste schon erreicht. Das ist aber ein sehr, sehr guter Punkt, um von hier aus mit dem Schiff neu anzusetzen. Ich glaube, ich kriege jetzt diese neuen schwarzen Flecken. Ach nee, da hinten ist das Ding, warte. Ich glaube, von hier aus kann man dann schön so streifenbahnenmäßig die restlichen Ecken abfahren, aber ich würde trotzdem gerne gleich im Norden dort weitermachen, wo ich zuletzt aufgehört habe mit der Umrundung. Aber erstmal gibt es hier noch ein paar Hornpaars zu schnetzeln. Ihr müsst jetzt dran glauben, ihr stört mich beim Unterfangen, die Sphäre jetzt hier an mich zu reißen, wo wir jetzt auch bald bei 100 sind.
müsste eigentlich mal wieder, aber ich kann mich von diesem Ort hier nicht lösen. Ich müsste eigentlich mal wieder bei Ino vorbeischauen und gucken, ob da irgendwas Neues geht. Ich glaube, ich habe auch nach den jüngsten Hauptstory-Ereignissen da nicht nochmal nachgesehen, ob es da vielleicht irgendein Upgrade gibt. Oh, ist das etwa ein Container? Hier ist ja ganz schön was los auf der Seite. Und das, obwohl ich nur aus Versehen hier lang geschippert bin. Ich wollte hier ursprünglich eigentlich gar nicht hin. Ich meine, das ist schön für den Moment, aber damit nehme ich mir natürlich die Aha-Momente für die nächsten Folgen so ein bisschen vorweg, wo ich hier in dem Areal die ganzen Ränder abfahre. Aber ich finde, dieses Gebiet... Oh, da schmeißt wieder jemand Items raus. Dieses Gebiet macht echt so krass deutlich, was die Open World hier in Xenoblade Chronicles einfach so geil macht. Weil egal, wo du hinfährst, egal, wo du landest, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, überall findest du was. Irgendwo wirst du belohnt. Hier ein Fragment, da ein Container, da ein einzigartiger Gegner, da eine Äthersphäre. Es gibt keine Ecke, wo du einfach gar nichts bekommst, wenn du dich dahin bewegst. Oder ganz, ganz wenige, sagen wir so. Aber die Quote ist einfach sehr, sehr motivierend hoch. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Lass mich mal einmal das hier avisieren. Ich glaube nämlich, wenn ich da jetzt hinschippere, dann... Hä? Nee. So jetzt geradeaus. Ach so, ich bin jetzt mit meinem... Oh ja, ich stehe jetzt quasi mit dem Rücken in die Richtung, wo ich eigentlich hin will. Warte, wir machen das jetzt anders. Ich komme hier sonst gerade irgendwie gefühlt nicht raus. Jetzt stehe ich aber wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts, ne? Eigentlich war mein Ausgangspunkt gerade eben der bessere. Hä? Wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist weg. Ich dachte, wenn ich mich hier hinporte, ist es auch hier. Oh, das ist ja Murks. Die Grenzgängerin ist nicht da, wenn ich mich an ein Grabmal oder an einen Grabstein hinporte. Das ist ja sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, warum ich es nochmal probiere. Wahrscheinlich, weil ich es gerade nicht glauben kann. Oh, dann war meine ganze Freude um diesen Grabstein auch umsonst. Okay, dann machen wir das anders. Dann werde ich nämlich jetzt hier versuchen, nochmal die Kurve zu fahren. Jetzt kann ich vielleicht die Abstände wieder ein bisschen besser einschätzen. Ich muss einfach, wenn ich jetzt hier einsteige, direkt nach rechts rum. Also direkt, direkt. Aber ich glaube, bis ich einmal die Rechtskurve rum habe, bin ich schon an meinem Ziel wieder vorbei. Aber wir gucken mal. Ja, guck mal, da muss ich hin. Genau, das sieht doch gut aus. Ey, guck mal, das könnte besser funktionieren, als ich dachte. Ja. Nein. Ich bin einfach schon am Ziel. Ich komme auf die Geschwindigkeit dieses Schiff ist nicht klar. Okay, warte, ich fahre jetzt mal hier bis zum Ende. Ich finde das so lustig, wie er die Gegner immer beiseite schiebt. So, und dann steigen wir aus. Ich wünschte einfach, es gäbe irgendwas dazwischen. Also so zwischen diesem... Oh nein, guck mal, jetzt habe ich hier so einen hässlichen Streifen noch über. Irgendwas, was ein bisschen langsamer ist, aber trotzdem deutlich schneller als das Schwimmtempo, was man hier an den Tag legt. Das wäre cool. Aber für die ganz großen Flächen ist das Schiff schon super. Ich bin nur sehr enttäuscht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in so einer Detailfrage traurig bin, wie die das hier gelöst haben oder mir das anders gewünscht hätte. Dass die Grabsteine nicht als Reset-Punkt fungieren für das Schiff. Das wäre so cool gewesen, wenn das auch geklappt hätte. So, kannst du den Fokus mal wieder wegmachen? Ich müsste mal auf die Karte. Dankeschön. So, der eine ist jetzt weg. Jetzt muss ich hier am nächsten vorbei. Der mich wahrscheinlich auch gleich spottet. Wobei, nee, der lässt mich in Ruhe. So, dann versuche ich jetzt möglichst ohne zu verrecken, das hier einmal noch aufzudecken. Das hat sich voll gereimt. Und dann gibt es da oben links noch ein bisschen Rand, den ich eventuell gleich ohne euch einmal noch freilege. Aber guck mal, da sieht das jetzt wenigstens schön aus. So, und da oben mache ich jetzt auch mal klar Schiff.
Jawohl, guck mal, wie hübsch das jetzt aussieht. So muss das. Jetzt habe ich nämlich so einen ganz kleinen minimalen Stein abgeschlossen, denn die ganze Ecke hier unten ist jetzt einmal sauber. So, und ab hier habe ich ja seinerzeit angefangen, den Rand abzuschwimmen. Und ab hier wird es jetzt ein bisschen tricky bei der Frage, wie ich hier weitermachen will. Was war denn hier oben in der Ecke nochmal los? Von hier aus könnte man links weiter, aber das hier sieht mir gerade irgendwie ein bisschen zu chaotisch aus. Was war hier? Hier kam ich wahrscheinlich nicht nach oben. Doch, ich glaube, ich weiß... Obwohl, warte, ich porte mich mal dahin, um mir da einen besseren Überblick zu verschaffen. Weil ich weiß, da oben war, glaube ich, dieses brückenartige Gebilde, genau, was zu der Tür führte. Da oben ist eine Leiter, die ich noch nicht runterlassen kann. Aber ich habe bisher keine Aufstiegsmöglichkeit gefunden. Oder ich habe sie einfach übersehen. Das kann natürlich alles sein. So, hier... Also wenn ich da hingekonnt hätte, dann wäre ich da vermutlich auch gewesen. Aber warte, ich guck mal trotzdem eben kurz. Ich dachte, ich hätte ein Fragment gesehen. Ich habe gerade einen Gegner mit einem Fragment verwechselt. Soweit ist es schon gekommen. Ich will nur mal eben schauen, erkenne ich von hier? Oh, da oben einmal hin, ne? Da ist bestimmt irgendwas richtig Specialiges. Ich will mir nur aus der Ferne nochmal angucken, wie es da drüben aussieht. Aber ich schätze mal, da wird sich eine Felswand erstrecken, die... er nicht erklimmbar ist. Okay, alles klar. So, dann ist jetzt die Frage. Einmal von hier aus den Rand weitermachen oder wieder Kamikaze-Aktion durch die Mitte. Aber ich tendiere aus zwei Gründen zum Rand. Was ist denn das hier für ein komischer Dickdarm? Ach, das ist... Ey, da fehlt ein Futzel! Ey, wie dumm bin ich denn beim letzten Mal geschwommen? Es geht so nicht. Ich muss da jetzt leider hin. Ich werde euch aber rausschneiden. Es soll nicht eure Zeitverschwendung sein. So, ich bin jetzt hier irgendwo in der Nähe. Ist das jetzt schon aufgedeckt? Ja, ist es. Aber guck mal, die Spitze hier auch nicht so ganz. War ich beim letzten Mal besoffen? Was soll das? Warum habe ich das nicht mit der notwendigen Fürsorge gehandhabt? Bin enttäuscht von mir selber. So, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan, aber wenn ich jetzt mit dem Schiff schon mal hier bin, dann mache ich jetzt mal wieder kuriose Dinge. Ich werde jetzt nämlich die nächste Schneise in die Karte schneiden und einfach mal straight geradeaus. Warte mal, wenn ich mich jetzt dahin orientiere. Ja, dann... Warte mal, wir machen da... Oh, ich habe voll die Idee, warte. Guck mal, einmal hier. Dann habe ich das nämlich in drei Riesenareale einmal aufgesplittet und ja, kann mich dann ans Ausmalen machen, die nächsten Folgen. Da sollten wir vermutlich auch relativ schnell ankommen. Oh, wobei, da ist eine relativ große Insel gerade vor mir. Die ich gleich irgendwie umschiffen muss. Links oder rechts, links oder rechts. Ich könnte die natürlich auch einmal begutachten. Mal gucken, was da abgeht. Oh, da scheint aber irgendwas Spezielles zu sein. Ist sie vielleicht sogar bevölkert? Da ist in der Mitte... erstreckt sich so ein schöner Schirm oder was das sein soll. Dedal. Das klingt auch schon sehr speziell. Oh, da habe ich voll Bock drauf. Warte. Nein, ich komme nicht um die Kurve. Ich hänge an dieser Kurve fest. Okay, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Alles gut. Ich habe alles wieder unter Kontrolle. War Dedal gerade ein Reisepunkt oder nur ein neuer Ort? Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Okay, der Weg ist doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Aber Dedal. Ich glaube, Dedal könnte das Herz dieses ganzen Irithmeers hier sein. Sei denn, ich bin komplett auf dem falschen Dampfer. Oh, das da links ist aber auch auffällig. Da konnte man, glaube ich, gerade reinschwimmen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die ganzen Fragezeichen auf der Minimap. Huch. Warte mal. Mein Marker verschiebt sich, den erreiche ich jetzt nicht direkt, aber ich glaube, hier so ungefähr wollte ich hin. Ey, warte mal, ich muss mal kurz diese Ecke hier angucken. Da wird doch... Wo zur Hölle bin ich? Ich bin ja komplett vom Schuss. Warte mal, ich glaube, dieses Fragezeichen, das könnte eventuell damit zusammenhängen. Wobei, nee, da kann ich nicht reinschwimmen. Ich bin gerade schon wieder komplett desorientiert. Warte, lass mich mal ganz kurz hier nochmal schauen.
Diesen Abschnitt hier, den könnte ich einmal zumachen, theoretisch. Ich glaube, das werde ich tun und dann werden wir im Anschluss... Ist da hinten eine neue Hülle? Nee, das ist einfach nur ein Gegner, der sich bewegt, ne? Alles, was irgendwie so auffällig rot ist, das assoziiere ich immer zuallererst mit Höhlen, aber nein, nein. Das ist keine Hülle, die wieder aufgestiegen ist da hinten. Oder wieder auferstanden ist. Da hinten sieht man noch mehr von diesen Gegnern. Ich werde zuerst mal nur hier den Kreis zumachen. Warte mal, vielleicht kann ich den äußersten Rand auch gleich mitnehmen. Da muss ich hier nicht in zwei Bahnen unterwegs sein. Ja, muss ich ein bisschen breit machen. Vielleicht hätte ich hier eher Lance auswählen sollen. Ich glaube, der ist, was die reine Körpermasse angeht, schon irgendwie der imposanteste von unseren Charakteren. Aber das wird hier fürs Aufdecken der Karte vermutlich nicht so programmiert sein, dass das irgendeinen Unterschied macht. Das wäre aber ein interessantes Detail. Und Monolith Soft hat ja eine gewisse Liebe zum Detail. Insofern sag niemals nie. Da hinten ist noch so ein kleines Mini-Fleckchen. Oh Mann. Ja, es hat mich natürlich der Gegner hier gespottet. Ich glaube aber da, wo ich gerade hinschwimme... Oh, die sehen aber echt hübsch aus, ne? Die sehen ja mal mega nice aus. Gefällt mir euer Design? Das sind, glaube ich, so mit die geilsten Haie, die ich jemals gesehen habe. Wie cool sind die bitte? Also, so richtig zum Einscheißen, wenn man sich vorstellt, dass man hier in Real Life gerade vor solchen Viechern hier flüchtet, ne? Aber das macht ja auch gutes Gegnerdesign aus. So, ich werde jetzt eh vermutlich sterben. Jo. Aber Hauptsache, der hat seinen Spaß und planscht erstmal, während er mit seinem Essen spielt. Gar kein Thema. Nämlich überhaupt nicht persönlich. Alles gut. War nur eine Frage der Zeit, bis genau das passiert. Es ist natürlich die Frage, wie mache ich hier weiter? Ich glaube, mein ursprünglicher Plan ist jetzt irgendwie zum Scheitern verurteilt. Da kann ich mich halt nirgendwo hinporten. Ich glaube, ich warte. Das ist mir jetzt zu kompliziert, das Ganze wieder dahin zu navigieren. Das dauert einfach zu lange. So, wir machen jetzt mit dem weiter, womit ich eh schon geliebäugelt habe, nämlich von hier aus. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Gründe und einer davon ist, dass wir auch nochmal kochen müssen. Und genau das werde ich jetzt tun. Aber erstmal wird sich gewaschen, auch wenn wir den ganzen Tag im Wasser rumdümpeln, aber muss trotzdem sein. So, dann kann ich jetzt hier wieder einen Stufenaufstieg umsetzen, das ist gut. Und dann wird jetzt gleich ein Ründchen gekocht. Das ist so ungewohnt, wenn Lance mit diesen Mondos hantiert von Tayon immer noch. Also generell auch bei anderen Charakteren ungewohnt. So, jetzt aber erstmal etwas zwischen die Beißerchen und ich gehe auf die erhöhte EP. Ich bin so hin und her gerissen. Ich habe jetzt auch aus den Kommentaren entnommen. Ich mache mal das hier mit Münzen kochen. Ich habe gar nicht so viele Silbermünzen. Ich mache mal die Zutaten. Wobei drei Gourmet-Steaks, ich habe davon gar nicht so viele. Warte mal, was müsste ich hier bezahlen? Die Millionelke, die ist auch ganz schön teuer. Ne, wir machen mal das hier und ich koche jetzt mit Münzen. Einmal Y. Jawohl. Und dann sollte das hinhauen. Danke, Manana, vor einer wunderschönen Kulisse. Kochen, was kann es Schöneres geben? Sind wir jetzt hier fertig? Ich müsste eigentlich die Juwelen auch irgendwann nochmal checken, aber jetzt gerade gar keinen Bock. So. Frage aller Fragen. Wobei, nee, eigentlich ist das keine Frage. Ich habe zuletzt die Ränder immer zu Fuß, in Anführungsstrichen, abgesucht, beziehungsweise bin die abgeschwommen und das mache ich auch jetzt wieder. Weil das mit dem Schiff hier halt immer ein bisschen schwierig ist. Schiffchen kommt wieder ins Spiel, wenn... Ich muss mir mal kurz an der Nase kratzen. Beziehungsweise eine Nase noch zuhalten, damit ich nicht niese. Schiffchen kommt wieder ins Spiel, wenn wir weiträumige Bahnen abfahren wollen. Ich muss wirklich gleich niesen. Das Problem ist, ich vergesse diese Nieser immer rauszuschneiden. Das sieht nach einer wunderschönen Stadt aus. Wir sollten dem Schloss fernbleiben, solange wir nicht für die Infiltration bereit sind. Aber vielleicht bin ich genau dafür voll bereit und du weißt es nur noch nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine unsichtbare Grenze.
Das ist das Schloss. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe mir schon mal meine Gedanken dazu gemacht, dass das Vieh so spinnenmäßig aussieht, was da drüber schwebt und dass das irgendwie gruselig und faszinierend zusammen ist. Ja, das nervt jetzt ein bisschen mit diesem Texthinweis da unten. Aber ich will die eindeutige, den eindeutigen Rand hier einmal abstecken. Der Rand ist halt echt hässlich, weil der sehr groß ist und weil, also sehr breit und weil er auf der Karte nicht separat irgendwie gekennzeichnet ist. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, aber es ist, wie es ist. Das macht dann wahrscheinlich die abzusuchende Fläche ein bisschen kompakter. Ich habe das Ende erreicht, 10 Jahre später. Mein Spiel ist jetzt bestimmt so kaputt, dass das Textfenster da unten gar nicht mehr weggeht. Okay, also, offizielle Grenze. Ja, wir haben gefühlt irgendwie immer noch 10 Jahre hier Zeug abzusuchen und sind hier eine Weile beschäftigt, aber vielleicht ist das Ganze jetzt um 10 Parts abgekürzt und dann sind das jetzt keine 200 mehr, sondern nur noch 190 oder so. Keine Ahnung. Ich müsste, wenn ich jetzt hier den Rand die ganze Zeit zurückschwimme, irgendwann auch an dem Punkt ankommen, wo der Hai mich vor kurzem Game Overt hat, hätte ich fast gesagt. Und vielleicht habe ich unterwegs dann nochmal die Möglichkeit, einen Teleporter oder Reisepunkt oder sowas freizuschalten. Das wäre ganz gut. Weil dann kann ich dort in der Ecke auch den restlichen Rand noch clearen, das, was ich eigentlich vorhatte. Was aber nicht so ganz funktioniert hat. Die Phase wird auf jeden Fall witzig, wenn ich mich ins Schiff reinsetze und dann anfange, nach und nach die ganzen Bahnen abzufahren. Das wird definitiv interessant. So, aber ich gucke jetzt erstmal, wann hier das nächste Mal irgendwas aufploppt oder passiert und spule hier nochmal vor beim Rand abschwimmen. Gute alte Krezenküste. Das war jetzt ein sehr, sehr langer Cut. Ich habe mich hier gerade voll gemütlich eingemümmelt. Keine Ahnung, bin davon ausgegangen, dass das hier noch so eine Weile weitergeht. Ruine von Säule 4. Hier geht's ja erst ab. Okay, warte, ich muss mich jetzt erstmal wieder wachrütteln. Man fällt immer in so eine gemütliche Lethargie, finde ich, wenn man hier so eine Weile vor sich hinschwimmt. So, was haben wir denn hier Feines? Wo zur Hölle bin ich jetzt überhaupt? Warte mal, ich muss mal wieder die große Karte aufmachen. Okay, die ganze Route bin ich gerade entlang geschwommen. Oh mein Gott, wie viel ich noch vor mir habe. Ich komme schon wieder nicht klar. Da hinten ist auf jeden Fall das nächste Fragment. Und der nächste Geschner. Ist jetzt natürlich die Frage 57. Ich werde den wahrscheinlich probieren, aber irgendwas sagt mir, dass der nicht so ganz easy sein wird. Hatschalige Adomari. Ich kann mit dem Gegnerdesign noch gar nicht durchblicken. Was bist du? Du bist eine Krabbe, die irgendwie Zeug an sich verbaut hat. Die in einem Steinkörper haust, aber der irgendwann auch mal was jemand dran montiert hat. Ich bin irritiert. Sehr interessantes Design. Okay, das hat jetzt eine Weile gedauert. Ich habe auch zwischendrin eine Angriffskette zum Einsatz gebracht. Die hat allerdings nicht ganz den erhofften Erfolg gebracht. Deswegen eher war das hier gerade alles sehr, 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 sehr holprig. Und ich gucke die ganze Zeit schon wieder auf die Uhr und frage mich, wie lange ich heute eigentlich aufnehmen soll. Und mich überraschen lassen soll, was am Ende übrig bleibt. Und ich glaube, ich werde so eine Stunde 20, eine Stunde 30 wieder ansetzen. Und mal gucken. Bei den letzten Videos hat das ganz gut geklappt, aber es ist auch immer so ein bisschen Zufall, ne? Dieser Grabstein bringt mir jetzt hier allerdings gar nicht so viel, weil wir ja mit Betreten des Festlandes hier auch einen Reisepunkt bekommen haben. Deswegen ist das eigentlich nicht so die allerwichtigste Ecke. Aber haben oder nicht haben. Ich freue mich natürlich trotzdem.
Vor allen Dingen, dass ich vorher noch mal was zubereitet habe und wie ich hier den Boost auch mitnehmen konnten. Das hier ist eine sehr faszinierende Ecke. Das sieht fast ein bisschen aus, als könnte man, wenn man dort steht, über die Felsbrocken irgendwie rüberspringen, um neues Areal zu erreichen. Könnte das eventuell relevant sein? Vielleicht, wenn wir im Rahmen der Hauptstory das Schloss erreichen müssen, weil diese komische Steinformation ja schon Richtung Schloss hinführt. So, warte mal, hier werde ich jetzt keine waghalsigen Sprünge probieren. Aber hier können wir gleich mal an den Ätherkanal ran, der uns eigentlich gerade so herzlich wenig bis gar nichts bringt. Aber dann haben wir den wenigstens weg. Dann verschwindet auch das Symbol, glaube ich, von der Karte, ne? Dann bin ich da nicht mehr so viel mit meiner Aufmerksamkeit dabei, immer dorthin zu gucken. Weil alles, was auf der Karte immer anfängt rumzustrahlen, kriegt dann natürlich automatisch Aufmerksamkeit, ne? So läuft das ja hier. So, dann lassen wir mal gucken. Oh, da ist noch eine. Also noch ein Nähr. Noch ein Ätherkanal. Wollen wir mal bei richtiger Grammatik bleiben. Aber ich glaube, damit haben wir die Highlights dieser Insel, hätte ich fast gesagt. Das ist aber keine. Dieses Teilbereichs hier hätten wir dann damit abgefrühstückt. Das wird wahrscheinlich das Fragment und dieser besondere Gegner gewesen sein. Aber der eigentliche Star dieses Bereichs hier ist für mich tatsächlich der Reisepunkt, weil ich von hier aus mit dem Schiff immer wieder neu ansetzen kann und das zu gegebener Zeit sicherlich auch nochmal tun werde. Aber erstmal nehme ich jetzt hier den ganzen Küstenbereich noch so ein bisschen mit und diese Insel da hinten, die sieht auch mega geil aus. Was sind das für komische Bäume, die sich dort über das Inselbild hinweg erstrecken. Ist das die, wo ich schon mal mit dem Schiff rangerauscht bin? Ich glaube, das ist eine andere. Also es gibt hier noch einige größere Inseln, die schon den Eindruck erwecken, dass man da was Spezielleres auch mitnehmen kann. Aber erstmal machen wir hier sauber. Dann geht es vermutlich weiter mit dem Rand, es sei denn... sei denn, ich nehme jetzt diesen Reisepunkt zum Anlass, um nochmal so eine Kamikaze-Fahrt durch die Mitte zu initiieren. Warum eigentlich nicht? Ich habe Ideen. Und ich werde sie umsetzen. Der Trip beginnt hier und jetzt. Das Schiff hat irgendwie eine komische Position. Du sollst... am liebsten wäre es mir, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehen würdest quasi und nicht dahin. Dahin wollte ich eher mit dir so, weißt du? So ungefähr. Okay. Plan war jetzt eigentlich so ein bisschen auf... Oh, ich muss dann nur aufpassen, dass ich hier nicht das den nächsten Hauptstory-Event triggere, aber ich glaube, ich gehe das Risiko jetzt trotzdem ein und packe mal den Marker dorthin. Wo ist denn der? Ich sehe den auf der Karte gerade nicht. Hä? Kann es sein, dass der verdeckt wird von diesem Hauptweg-Logo? Warum wird das hier nicht angezeigt? Ich mach die mal hier. Guck mal, oben in der Minimap sehe ich das nicht. Aber ich vermute, dass es zu nah dran ist an diesem Ausrufezeichen-Symbol. Wenn ich ein bisschen näher rankomme, dann passiert da vermutlich was. Es ist mir gerade mein Joy-Con so ein bisschen aus der Hand gerutscht. Ungeil, aber ich habe alles wieder im Griff. So, ich versuche jetzt einfach, auch wenn das ein bisschen innere Unruhe auslöst, ich versuche mich jetzt mal in Richtung Ausrufezeichen hinzubegeben. Und jetzt erkennt man das Symbol auch ganz leicht. Oh mein Gott, Level 85 Gegner. Na, Glückwunsch. Und du so? Was hast du so, außer Uso? Jetzt habe ich das Level nicht erkannt. Aber der hatte auch keine Eigennamen. Der war aber auf jeden Fall gelb. Schubab kann ich jetzt leider keine Beachtung schenken. Wir haben Wichtigeres zu tun. Komme ich da überhaupt bis zum Ende durch? Das sieht irgendwie so aus, als würde sich eine riesige Felswand vor mir erstrecken. Obwohl, nee, guck mal, da ist ein Durchfahrtspunkt. Genau die richtige Route aktiviert, würde ich sagen. Nämlich genau durch die goldene Mitte, als hätte ich es geahnt. Und ich schwöre euch, ich habe es nicht geahnt. Ich dachte, ich würde jetzt hier gegen ein Felsmassiv prallen und es gäbe kein Voranschreiten, aber... Oh, dieses Tempo!
Ich bin jetzt hier schon ganz am Anfang. Guck mal, guck mal, guck mal. Wow, ey, der ist so schnell. Der ist so schnell. Mit dem kann man so schnell eigentlich die Ränder abdingsen. Aber die Gefahr ist auch so groß, dass du hier und da an den Rändern dann vorbeischipperst. Und da wird es dann ungemütlich, wenn es dann darum geht, die ganzen Kleckerreste irgendwie noch aufzusammeln. So, warte mal, jetzt darf ich erstmal wahrscheinlich wieder 10 Jahre dahin schwimmen. Das, was gerade so in einer Zehntel Millisekunde passiert ist, da kann ich jetzt erstmal wieder eine Weile hin. Aber ich mache das mal eben schnell. Und den Mittelbereich, den nehme ich jetzt auch einmal mit. Und dann haben wir hier in der Ecke wieder ein bisschen was sauber gemacht. So muss das. Und dann porte ich mich gleich wieder zum jüngst freigeschalteten Reisepunkt zurück. Und dann machen wir von dort aus mit der Randbegehung weiter. Da unten rechts fehlt noch ein Stück Rand. Ich wette, mindestens ein Näher oder ein Näh von euch hat das gesehen, bevor ich das gerade gesehen habe. Aber das kann ich jetzt leider so nicht liegen lassen. Ich mache das aber... Ach, da oben fehlt auch noch was. Aber da oben, warte mal, da oben... Der Rand da oben, der wird irgendwann sowieso... Genau, wenn ich jetzt hier den ganzen linken Rand irgendwann mal zu Ende bringe, dann werde ich ja dort auch wieder rauskommen. Das heißt, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt drauf konzentrieren. Aber das da unten, das nervt mich noch. So, jetzt ist alles wieder schön. Guckt mal... Ja, so kann man das stehen lassen. Jetzt ist hier unten ein bisschen aufgeräumt und damit können wir jetzt offiziell wieder hier hin und dann geht die Zu-Fuß-Schwimmerei weiter. Und dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes freischalten. Ey, das wäre echt geil, wenn du so eine Zwei-Schiff-Lösung hättest, wie in Lost Odyssey zum Beispiel, wo du mit der weißen Boa halt... Wobei, ich weiß gar nicht, ob man mit der Nautilus oder mit der weißen Boa schneller war. Die weiße Boa war ja auch relativ träge. Aber ich glaube, das war da ähnlich. Ich glaube, die hat sich so angefühlt, als würdest du nicht wirklich vorankommen. Die hatte aber vielleicht doch ein höheres Tempo. Und die kleine Nautilus, die halt in dem großen Schiff verbaut war und daraus aus dem Großen heraus abrufbar war, die war halt klein und wendig. Und so ein kleines, wendiges Schiff, das wäre hier mal... extrem cool. So, wenn ich hier weiter schwimme, komme ich auf jeden Fall in eine Sackgasse. Da zeichnet sich oben nämlich die Spitze schon ab. Aber ich denke mal nicht, dass das ein neuer Ort werden wird. Und wieder festes Land unter den Füßen, inklusive neuem Reisepunkt. Sehr nice. Sehr cool. Auch wenn das für mich wie eine riesengroße Sackgasse gerade anmutet. Und irgendwie ein bisschen auch Geheimpunktcharakter hat. Aber das ist einfach nur eine abgelegene Bucht. Aber eine, wo man scheinbar irgendwann von der anderen Seite noch weiterkommt. Warte mal, ich will mal kurz auf der Karte gucken. Ja, es könnte sein. Also, wer weiß, ich meine, der ganze südliche Teil hier unter mir, logischerweise, deswegen ist es ja auch Süden, der ist noch komplett unerforscht. Vielleicht zieht sich da irgendwann mal so eine Schleife rüber. Ey, das sieht so cool aus da hinten auf dieser Insel. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen. Spätestens nächstes Mal, vielleicht, vielleicht auch nicht. Oha, ich glaube, das war die bisher längste Route. Hier kommt jetzt aber safe ein neuer Ort, oder? Oder habe ich hier schon mal einen Schritt drauf gewagt? Ich glaube nicht. Das sieht auf der Karte nämlich alles nach Neuland aus. Wo bin ich denn hier?
Spiel, möchtest du mir das verraten? Du hast doch immer so wundervoll interessante Namen für jeden Ort. Bestimmt doch auch für diesen hier, oder nicht? Nö, soll ich zum ersten Mal was betreten, was keinen Namen hat. Wobei, oh, das geht aber, das geht hier ein bisschen nach oben, warte. Das könnte interessant werden. Ich habe mich jetzt übrigens kurzerhand dazu entschlossen, einfach solange wir am Irid mehr sind, einfach immer 1,5 Stunden aufzunehmen und dann mal zu gucken. Vielleicht habe ich ja auch irgendwie ein Musikquiz eingebaut und weiß das nur noch nicht. Ich bin mir noch unschlüssig, wie ich mit diesen ganzen langen Passagen hier umgehen soll. Aber es ist so entspannt, ne? Also ich genieße das in vollen Zügen, diese Erkundungstouren, auch wenn hier nicht viel passiert auf dem hohen Meer. Weil ich mag das. Ich mochte das im ersten Teil schon so gerne. Und es ist halt ein bisschen inkompatibel mit so einem Let's Play-Format, ne? Es sei denn, man ist irgendwie, weiß ich nicht, gut vorbereitet und hat irgendwie haufenweise Dinge zu bequatschen. Aber wenn ich diese ganze Zeit, wo ich jetzt hier die Ränder abschwimme, durchquatschen würde dann und nicht vorspulen würde, sage ich mal, dann würden wir pro Folge noch weniger Progress haben. Insofern ist das auch wieder ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf diese Art und Weise kommen wir ein bisschen schneller voran. Ist natürlich alles mit weniger Blabla angereichert, was aber, denke ich, auch nichts Schlechtes sein muss. Aber das wird vermutlich auch jeder anders bewerten. Dämonenhand, das ist sogar ein Reisepunkt. Hi. Was geht hier ab? Warum gibt es hier ein Fragezeichen? Ich frage mich, was das ist. Ich auch. Dieses Ding da, der so aussieht wie ein Monument. Hier steht irgendetwas. Einmal vorlesen, bitte. Sofort aufhören! Was brüllst du hier so plötzlich rum? Näher gehen sehr gefährlich. Ist so. Der Drohung Gefahr, Risiko. Okay, wir glauben euch ja, aber was genau ist denn hier so gefährlich? Äußerst brutales Monster macht dort Haia. Brutal? So ist. Freunde dürfen niemals nie nicht Opfergabe an Monument machen. Viele Opfergaben könnten fürchtergruseliges Monster aus Nickerchen aufwecken. Also, wenn ihr es so formuliert... Jetzt müssen wir es ausprobieren, das ist euch schon klar. Das ist euch schon klar. Aber ist verboten, Rico erlaubt nicht. Ist bös gefährliches Monster. Na gut. Wenn es euch so wichtig ist, dann sollten wir es vielleicht doch lassen. Naja, es ist denen wahrscheinlich wichtig, dass die Freunde hier nicht verrecken. Und das ist durchaus nachvollziehbar, würde ich sagen. Weise Entscheidung. Aber ihr seid doch bestimmt auch neugierig, oder? Ja, aber... Freunde wecken bedrohliches Biestviech auf eigene Gefahr. Manana wäscht Flügel in Unschuld. Wir können ja später nochmal drüber nachdenken, was wir bereit sind, auf eigene Gefahr zu tun. Die unaussprechliche Bestie. Ey, das macht aber schon Bock, sich das mal anzugucken. Ich mach mal erst mal meine Runde hier fertig und danach kann ich mir ja immer noch Gedanken drüber machen. Also einmal vorher speichern und einen kurzen Blick riskieren. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Schon allein, um in Erfahrung zu bringen, von welchem Level wir hier überhaupt sprechen. Vielleicht ist das Vieh ja stark, aber levelmäßig machbar für uns. Man weiß es halt nicht. So, jetzt nur erstmal die ganzen Ritzen hier einmal ablaufen und dann mal gucken. Aber das wird... Habe ich mir das gerade irgendwie eingebildet oder haben die angedeutet, dass das ein Flugmonster sein könnte? Ich weiß nicht, in meinem Kopf hat sich gerade irgendwas Fliegendes etabliert. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt meine Fantasie war... Oder ob das in den Dialogen gerade unterschwellig auch so beschrieben wurde. Keine Ahnung. Okay, Leute. Ich gucke jetzt, ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich speichere vorher. Auch wenn Game Over hier eigentlich super unproblematisch sind, aber trotzdem. Rico und Manana werden stinksauer sein. What was that they needed again? Oha. Oha, okay, das sind also die Opfergaben. Oh, von denen gerade die Rede war ja perfekt. Wenn ich hier 99er-Dinger noch mit bei habe, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich jetzt hier einmal reinballern werde. Warte mal, hatte ich hier irgendwas noch über 80? Nee, ich glaube, die hier sind das Naheliegendste. Das war Beweis. Noah und Freunde sind alle mega doof. Ja, das stimmt wohl. Warnende Worte wurden einfach in Wind geschlagen. Oh, wie sie weint. Was kommt denn jetzt da raus?
Nee, das wird's nicht sein. Du wirst gleich groß, ne? So ein bisschen Klaffdrachen-Style. Wow, was ist das? Was? Oh, wie süß. Sena, es ist wirklich ziemlich süß. Wie kann Mio nur so etwas plappern? Das sieht wirklich nicht wie ein gefährliches Monster aus. Darf ich es streicheln? Die Musik dazu im Hintergrund. Jetzt passiert gleich was richtig Krasses. Oh mein Gott. Ah! Es dreht durch. Sena, was hast du getan? War ich das? Okay, das ist nicht mehr lustig. Hört auf herumzualbern. Es ist in Kampfbereitschaft. Dann geben wir ihm einen Kampf. Das ist jetzt wirklich das Vieh in seiner Endform? Okay, Stufe 58. Voll im Rahmen des Möglichen, würde ich ja fast sagen. Aber ich wette, der wird ein bisschen mehr drauf haben als die anderen Genossen von ihm in ähnlichen Levels wären. Ich gucke einfach mal. Der aufschlussreichste Gradmesser ist ja immer der Blick nach links. Wenn man guckt, wie schnell die Leute in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das passiert aktuell noch gar nicht. Kann es sein, dass der in seiner zweiten Phase vielleicht das 20-fache an Größe annimmt und dann erst sein wahres Potenzial entfaltet? Ich bin auf alle Szenarien vorbereitet, aber hier... Ach, der weicht auch die ganze Zeit aus, sehe ich gerade. Das wird wahrscheinlich somit die Schwierigkeit auch ausmachen, aber... Die Gesundheit von dem, die wird gut dezimiert. Also, ich dachte, das würde ein bisschen länger dauern. Wenn meine Leute denn treffen, ne? Ich traue mich mal, hier ein bisschen zu beschleunigen. Beziehungsweise abzukürzen. Und der ist tot. Ich habe nicht mal eine Angriffskette eingesetzt. Das ging eigentlich voll klar. Puh, okay. Ich glaube euch jetzt, dass es ein gefährliches Monster war. Ja, es war definitiv gefährlich. Da hätte unsere Neugierde uns fast den Kopf gekostet. Na, das stimmt nicht so ganz. So schwer war der nicht. Es tut uns leid, dass wir nicht auf euch gehört haben, Rico und Manana. Ihr habt uns gewarnt. Nein, Freunde haben noch nichts kapiert. Was? Gefahr liegt in Niedlichkeit. Was meinst du? Wie können Freunde Viechbies niedlich finden, wenn Freunde doch zuckersüße Nopon dabei haben? Manana ist nicht böse auf Freunde. Manana ist bittertiefst enttäuscht, dass Freunde Monster wecken und niedlicher finden. Oh. Was? Rick war zutiefst erschüttert, dass Freunde knuddeligen Nopon-Freunden Rücken kehren für blödes Monster. Sehr enttäuschend. Warte, Moment mal. Ihr seid eifersüchtig auf dieses niedliche Monster? Reku weiß nicht mal, was Eifersucht ist. Geht um Existenzgrundlage von Noponheit. Genau richtig, Nopon dürfen auf gar keinen Fall Niedlichkeitswettbewerb verlieren. Okay, ihr seid unsere Freunde, also... Genau, wir wollten euch nicht verletzen. Wenn Freunde nicht flunkern, dann in Zukunft bitte besser aufpassen. Nächstes Mal wird Manana richtig stinksauer. Wenn Freunde nochmal sowas machen, dann gibt keine Leckerwürste mehr. Es tut uns wirklich sehr leid. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass wir uns für irgendetwas entschuldigen müssen. Eigentlich hat Tayon recht, finde ich. Aber was ich mich gerade frage, kam diese Mission jetzt nur dadurch zustande, dass ich Rico und Manana als Helden im Team hatte? Das scheint mir nämlich sehr stark an die zwei gebunden zu sein. Die Niedlichkeit des Monsters hat Rico und Manana an den Rand ihrer Existenzkrise gebracht. Oh Gott. Ich will mich darüber gar nicht lustig machen, aber ich muss das irgendwie belächeln, weil es eigentlich so lächerlich ist. Oh Mann, ey. Wir sollten den beiden auf jeden Fall häufiger sagen, dass wir sie niedlich finden. Vor allen Dingen hätte ich bei Riku gar nicht gedacht, dass er das so braucht. Bei Manana verstehe ich das schon. Oder Riku ergreift einfach für Manana Partei und will sie damit nicht alleine lassen und versucht vielleicht bei ihr Punkte zu sammeln. Wer weiß, wer weiß. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Ecke hier. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, lasse ich mich jetzt hier fallen? Nee, der one and only wahre, einzig echte Rand, der ist da hinten. Deswegen werde ich mich dort auch nochmal hinbegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier raufgekommen bin. Eigentlich kann ich mich hier jetzt aber direkt fallen lassen, oder nicht? Oder habe ich gerade irgendwie einen Logikfehler? Nö.
überleben sollte ich das eigentlich? So, hoffentlich wird das jetzt nicht mein einziger... Obwohl ich hatte hier schon ein Game Over. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es auf dem Felsvorsprung versuchen sollte. Aber ich glaube, das wäre mein Tod gewesen. Wenn man da überhaupt hätte landen können. Vielleicht wäre man auch direkt abgerutscht. Keine Ahnung. So, ihr Lieben, ich glaube, ich werde jetzt ein letztes Mal irgendwo Festland suchen. Keine Ahnung, wie weit das weg ist. Und dort dann auch Feierabend machen für heute. Aber die Frage ist, wie lange braucht das? Wir haben schon alles an möglichen Wegstrecken hinter uns gebracht. Ich lasse mich mal überraschen. Land in Sicht und ein Fisch, der uns vielleicht ein bisschen was da lässt. Oh Gott, wie süß. Hör auf, diese niedlichen Bewegungen zu machen, bitte. Wobei, das hat auch gerade ein bisschen anders ausgesehen als nur niedlich, aber ich will da gar nicht zu viel reininterpretieren. Danke, dass du uns was da gelassen hast. Oh, da raucht irgendwas. Ist das ein Lagerfeuer? Habe ich ja ein neues Lagerplätzchen gefunden. Wenn ja, dann wird das vermutlich gleich aufploppen, ja. Aber, ja, ich wollte gerade sagen. Mein erster Gedanke war, ist das jetzt wirklich neu? Und mein nächster Gedanke war, ja, muss ja. Weil ich habe das Symbol hier gerade auf der Karte noch nicht gehabt. Und das ist ja immer der eindeutige Indikator dafür. So, das Ding muss ich jetzt einmal wieder mitnehmen, damit das Symbol hier von der Karte verschwindet. So, da zeichnet sich auch schon Scharmützel ab. Das könnte ja interessant werden. Ey, du weißt halt auch nie, wo diese Gebiete hier reinführen, ne? Welche Ebenen, wie weitläufig ist das? Ist das eine Sackgasse? Führt das zu irgendwas, wo du vielleicht schon warst? Hier habe ich gerade so ein bisschen die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, weil das jetzt wieder eine Weile zurückliegt, aber wo ich in dieser felsigen Sackgasse stand, hier heute in der Folge, wo es auch einen Reisepunkt gab, wo man deutlich gesehen hat auf der Karte, dass man von der anderen Seite da noch hinkommt. Vielleicht führt das jetzt irgendwie dahin, weil das auch so ein bisschen nach Norden geht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, das hier noch ein bisschen auszukundschaften. Ich bin jetzt schon fast bei 1,5 Stunden, aber ich habe heute auch so viele geschwommene Wegstrecken vorgespult, dass ich glaube, ich trotzdem noch relativ safe bin. Deswegen bin ich mal so mutig. Ansonsten haben wir hier am Irid mehr halt ein bisschen andere Zeiten. Ist dann auch okay. Oh nee, das sieht... Obwohl, nee, da rechts geht's weiter. Ich dachte gerade, das wäre so ein in sich geschlossener Bereich. Also eine riesige Sackgasse. Das hätte dann sehr nach Boss ausgesehen, aber es geht nach rechts noch weiter. Damit passt aber meine Theorie nicht mehr mit der Vermutung, dass wir vielleicht hier einen Kreis schließen könnten und auf der Seite rauskommen könnten, wo ich vorhin schon mal stand. Das ist aber auch völlig okay so. Da ist auf jeden Fall noch mindestens ein weiterer Container und das nächste Fragment. Und da oben sieht es so aus, als käme man da auch irgendwie hin. Wobei ich jetzt hier gerade keine Kletterpassage oder sowas sehe. Was haben wir hier noch Schönes? Luzidbernstein. Von mir aus auch das. Achso, hier ist Scharmützel. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, ob der Geräuschkulisse. Aber alles gut. Alles im Griff. Alles ist zuzuordnen. Aber erstmal geht's hier weiter. Gibt es einen einzigartigen Gegner? Ich finde, die Höhle schreit gerade so ein bisschen danach. Aber nee, ist nicht so. Der Star dieser Ecke hier ist neben dem Fragment wahrscheinlich das Scharmützel. Und da ist jetzt die große Frage. Bin ich stark genug? Die Silbermünzen, die nehme ich auf jeden Fall gerade gerne an. Gerne und dankbar. Welche Gegner bekämpfen sich denn hier? Man sieht hier gerade gar nichts. Ach, das ist ein Scharmützel im Wasser. Das ist ja auch interessant. So, dann lass uns mal runterspringen. Irgendwas noch übersehen. Oh, da oben war noch ein Item, was ich nicht eingesammelt habe. Egal. Ich bin jetzt hier, um das abzuchecken. Makiri, Sotta und Blutbad Seedechse. Bonus-EP oder Nopon-Münzen.
Ich nehme auf jeden Fall die Bonus-EP mit. Auch wenn die in der Größenordnung, glaube ich, jetzt den Kohl nicht mehr so fett machen, aber ist egal. Dafür ist der Kampf ja hier auch nicht ultra schwer. Und haben oder nicht haben, ne? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Oder so. Ich weiß nicht so ganz genau, wie die Redewendung geht, aber ich verstehe die Botschaft dahinter. Und die trifft hier auf jeden Fall zu. So, was habe ich jetzt hier Schönes eingesammelt? Das waren, glaube ich, alles neue Sachen. Oh, guck mal, ich schwimme jetzt hier mit Gegnern. Lustig. Durchs Meer, durchs Irid-Meer. Mal gucken. Wenn ich mich jetzt ein bisschen entferne und da nochmal hinkomme, dann greifen die mich bestimmt an, ne? Dann war es das hier mit Friede, Freude, Eierkuchen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt mal ganz vorsichtig mich wagen, den Part zu beenden. Und wir werden beim nächsten Mal, lass mich mal gucken, was für eine Strecke wir jetzt überhaupt zurückgelegt haben. Ich bin hier schon ewig nicht mehr drin gewesen. Ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ich könnte natürlich auch überlegen, jetzt erstmal hier die Mitte zu machen. Aber ich glaube, die Tendenz geht eher dahin, den Rand erstmal, damit wir einmal das eingekreist haben und so einen guten Gesamtüberblick haben. Und dann werden nach und nach die ganzen Kammern aufgedeckt. Und da ist sicherlich der ein oder andere neue Ort noch gefunden. Ey, ich hab so Bock. Ist einfach irgendwie die geilste Phase. Auch wenn ich pro Part hier fast doppelt so lange brauche als sonst. Aber dafür macht es einfach nur Freude. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.